Manchmal kann es nach dem Schwimmen oder dem Duschen vorkommen, dass noch Wasser in deinen Ohren bleibt. Schließlich läuft hier dann noch etwas Wasser hinein, was nicht unbedingt schnell wieder den Weg nach draußen findet. Unser Gehörgang ist eben kein gerader Tunnel, sondern sehr verwinkelt. Hier kann sich das Wasser sehr gut sammeln und kommt dann nicht mehr so leicht heraus. Das Ergebnis kann sehr unangenehm sein, denn du hast dann ständig das Gefühl, als würde etwas in deinem Gehörgang stecken und du möchtest es am liebsten so schnell wie möglich wieder rausbekommen. Denn neben dem nervigen Gefühl kommt noch dazu, dass du deutlich schlechter hören kannst und sich alles so anhört, als hättest du einen Wattebausch auf dem Ohr. Das Gute ist, das Wasser kommt irgendwann wieder von selber aus dem Ohr. Nur kann das einige Tage dauern. Und falls du nicht so lange warten möchtest, gibt es hier einige Tipps, mit denen du dein Wasser im Ohr entfernen kannst. Tipp Nummer 1: Hüpfen. Die wohl bekannteste Methode, um Wasser aus dem Ohr zu bekommen, ist das Hüpfen oder Kopfschütteln. Wenn du in deinem rechten Ohr Wasser hast, solltest du auf dem rechten Bein hüpfen und den Kopf dabei in Richtung Schulter legen. Dadurch kann das Wasser dann leichter abfließen. Tipp Nummer 2: Am Ohrläppchen ziehen. Eine weitere Methode, um das Wasser aus dem Ohr zu entfernen, ist es, an dem Ohrläppchen zu ziehen. Wenn du dein Ohrläppchen nach unten in Richtung der Schulter ziehst und gleichzeitig den Kopf etwas zur Seite neigst, kann das Wasser hier leichter abfließen. Du kannst dich dabei auch auf die Seite legen, in der du das Wasser in dem Ohr hast. So kann es dann direkt herausfließen. Tipp Nummer 3: Gähnen oder Kauen. Wenn du häufiger gähnst oder kaust, zum Beispiel ein Kaugummi, kann dadurch deine sogenannte Ohrtrompete geöffnet werden. So kann das Wasser dann viel einfacher aus dem Ohr fließen und du könntest dein Problem schnell wieder loswerden. Tipp Nummer 4: Mit einem Föhn. Wenn das Wasser nicht aus dem Ohr fließen möchte, kannst du es mit Hilfe eines Föhns auch verdunsten lassen. Dafür solltest du den Föhn auf niedrigster Stufe anschalten und ca. 30 cm vom Ohr entfernt halten. Gehe dabei langsam an das Ohr heran und dann wieder weiter weg. Zudem kannst du dabei noch dein Ohrläppchen etwas nach unten ziehen. Das hilft dabei, den Prozess zu beschleunigen. Und Tipp Nummer 5: Die Valsalva-Methode. Für die Valsalva-Methode musst du einmal deinen Mund schließen und dir die Nase zuhalten. Jetzt versuchst du, etwas Luft aus deiner Nase zu pusten, so als würdest du dir die Nase putzen. Dadurch baut sich Druck auf, der die Ohrtrompete öffnet. Dabei könnte es sein, dass du einen Knall wahrnimmst. Dieser Knall weist dann aber nur darauf hin, dass die Ohrtrompete wieder frei ist. Jetzt sollte das Wasser abfließen können. Außerdem kann es sein, dass deine Ohren ziemlich viel Ohrenschmalz aufweisen. Wenn du jetzt Wasser in dein Ohr bekommst, kann das Ohrenschmalz aufweichen und dadurch auch deinen Gehörgang verstopfen. Wie genau du Ohrenschmalz entfernen kannst, zeigen wir dir in einem weiteren Video. Du findest es hier oben rechts in der Infobox verlinkt. Probiere die hier genannten Tipps, um Wasser aus dem Ohr zu entfernen, einmal aus. Sicherlich hilft einer davon dir auch, damit du das Wasser aus dem Ohr bekommst und damit du endlich wieder normal hören kannst und dieses nervige Druckgefühl wieder verschwindet. Wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit du auch in Zukunft kein neues Video mehr verpasst.